Jo, meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe, alles klar bei euch. Bei mir ist nicht alles klar, das ist ja nichts Neues. Ja, heute ist wieder eine neue Folge von Ausraster Challenge angesagt. Und ja, ich glaube, das darf ich gar nicht mehr Challenges nennen, denn... Alter, ich raste einfach in jeder Scheißfolge aus. Ja, Freunde, heute ging es um die Liga 1. Ich hätte nur noch ein Spiel gewinnen müssen, dann wäre ich in der Liga 1. Und ja, ich habe leider sehr viele Aufnahmen in diesem Spiel verloren. Aber ihr wollt ja eh nur sehen, wie ich ausraste, also... gibt es euch einfach mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, Freunde, gucken wir uns mal sein Team an. 89er Bewertung, spanische Mannschaft, bitte nicht. Scheiße. Scheiße, 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 Mann! Oh, ich muss mich. Nein. Nein. Warum? 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 Er guckt sich das nicht an. Er guckt sich das nicht an. Ich mache nur ein Spiel für Liga 1 und krieg solche Missgeburtenmannschaften als Gegner. Neymar. Neymar. Er macht ihn nicht. Quaresma ist oben. Quaresma. Quaresma. Komm nicht zum... er fällt ihn ab einfach. Ronaldo schicken. Keiner ist da. Tor! Grünes Tor! Junge, Alter! Groß, Alter! Ja, groß! Er gibt Groß Nummer 7, Digga! Schäm dich, Digga! Schäm dich, Alter! Lass doch Ronaldo. Er hat Ronaldo und gibt Ronaldo nicht mal die 7, Mann! Guck mal, Digga! Zack! Zack! Oh, einfach mal schießen! Geht dir eh rein, ne? End of the match! Bravo! Bravo, bravo! Hast du gut gemacht! Spasti, Alter! Junge, spiel, Alter! Reg mich nicht auf! Spiel! Junge, was ist das für ein Bastard? Was ist das für ein Bastard? Guck mal, wie er sich Zeit lässt, Mann! Wirf doch! Ja, Junge, Alter! Ey, wenn ich dich doch fertig mache, Junge. Er rennt mit Boateng dahin, Digga, will er mich verarschen? Er rennt einfach mit Boateng dahin! Guck mal, wie er Zeit schindet, Digga! Elender Hund, ey! Wirf doch, du Bastard! Du Bastardensohn! Ja, toll! Tor! Tor! Nein! Halt's Maul, Digga! Halt's Maul! Doch, toll! Controller ist kaputt! Okay! Okay, Controller ist kaputt! Laune! Ist aufgegangen! So, toll! Ist aufgegangen! Gut gemacht, du hast die Klasse gehalten. Junge, warum soll man sich darüber freuen, dass man die Klasse gehalten hat? Guck mal, wie er sich freut, Digga. Warum soll ich mich freuen, dass ich die Liga 2 wieder wiederholen muss, Digga? Warum? Mann, Stuhl ist schon wieder kaputt, kann ich wieder reparieren, Digga. Riecht schlechte Laune. Kissen liegt hier, Pfandflaschen da. Mein Gott, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Schöne Grüße an alle, die jetzt in den Kommentaren schreiben, dass ich der Schlechteste im FIFA bin. Ihr seid doch alle die Besten, weiß ich doch. Braucht ihr mir nicht sagen. Aber auch wenn es euch befriedigt, könnt ihr es mir gerne sagen. Ihr seid die Besten, weiß ich doch. Weiß ich doch. Und ja, Freunde, dann muss ich die Liga 2 nochmal wiederholen. Nebenbei, ich habe hier so einen krassen Stresspickel. Warum zeige ich euch den Mittelfinger? Hier. So einen krassen Stresspickel. Er geht seit 2 Wochen nicht weg. Und solange ich FIFA spiele, wird er auch nicht weggehen. Ich habe auch Haarausfall. Ich kriege bald Krebs wegen diesem Spiel. Na, Freunde, weil ich hier unbedingt wieder in die Liga 1 möchte, damit ich endlich mit diesem Spiel abschließen kann, habe ich gestern nochmal FIFA gespielt. Ich habe es nochmal probiert. Und ich musste wieder nur ein Spiel gewinnen, dass ich in der Liga 1 bin. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was gestern passiert ist, ne? Schaut mal rein. Junge, wie oft soll ich denn noch Liga 2 halten, Digga? Wie oft denn noch? Freu dich nicht, Digga. Wie oft noch, Digga? Wie oft noch? Ah, dieses Spiel. Freunde, ich mache euch jetzt einen Vorschlag. Wenn ihr wollt, dass ich es nochmal versuche, in die Liga 1 zu kommen, dann gebt bitte jetzt diesem Video einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid. Dann setze ich mich nach dem Video, also nach dem Upload, wieder hin und versuche, in die Liga 1 zu kommen. Dann werde ich wahrscheinlich wieder so viel spielen, dass ich nur noch 2, 3 Spiele brauche, bis in die Liga 1. Und dann werdet ihr alles mitverfolgen, okay? Und dann würde ich sagen, Freunde, was soll ich sagen? Haut rein. Ich weiß, sich über Beauty Channel aufzuregen, ist momentan sehr, sehr ausgelutscht. Dennoch gibt es heute wieder ein Beauty Channel. Heute bitte ich euch, falls jemand diesen Beauty Channel kennt, ich bitte euch wirklich, nicht zu beleidigen. Ihr müsst mir das versprechen. Versprochen?